Hi Leute, ich bin's, euer Mr. Horror Jumper und willkommen zum zweiten Teil meiner Spielesammlung der 360. So, wir sind stehen geblieben mit Dead Space, aber zuallererst ist euch aufgefallen, ich habe versucht, den Hintergrund ein wenig Glanz zu verleihen. Ich weiß nicht, ob es viel bringt oder nicht. Ich habe mir gedacht, ich stelle einfach meinen Big Daddy und die Little Sisters einfach dahin, wenn man das auch gut erkennt. Ich habe versucht, ein bisschen mit den Lichtverhältnissen herumzuspielen, dass man das auch ein wenig besser erkennt. Auch die Höhlen von den Spielen, damit man das besser sehen kann. Ich habe einen weißen Hintergrund, also Blatt Papier genommen. Ich weiß, es ist halt nicht jetzt gerade das beste Setting, aber immerhin mal was anderes. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim zweiten Teil meiner Spielesammlung der 360. So, ja, wir waren mit Dead Space stehen geblieben. Dead Space von EA. Ich finde, es ist ein klasse Spiel, denn es ist ein Third-Person-Shooter, es besitzt Survival-Horror-Elemente, es gruselt bis zum letzten Grauen und es ist blutig denn je. Und ihr spielt einen, wow, sorry, einen Handwerker, der auf die Ishimura geschickt wird, der sich um das Schiff kümmern soll und ja, mal gucken, was da abgeht und so weiter. Es geht sich hier um Aliens, die nennt man Necromorphs, die sind entstanden durch den Marker, das ist ein Alien-Relikt. Und ja, ich will nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall, es ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich persönlich feiere es sowas von. Ich habe es total gesuchtet. Ich habe wirklich alle Erfolge in diesem Spiel geholt. Und ja, es ist auf jeden Fall in einem Gamerherz, wenn man es so betrachten darf. So, gut. Genug Quatsch über Dead Space. Jetzt kommen wir schon direkt zum nächsten Teil. Und zwar Dead Space 2. Es beinhaltet einen Online-Modus und der Online-Modus ist auch ziemlich genial. Man kann die Necromorphs spielen und man kann natürlich, so gesehen, ja, die normalen Menschen halt spielen. Und ja, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Also ich habe das sehr gefeiert, ich habe es auch öfters mal gespielt gehabt, Dead Space 2 halt. Hier fehlt mir aber das Survival-Horror noch so ein bisschen, also der ist hier drastisch reduziert worden in gewissen Punkten, finde ich jetzt zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Dafür ist ein bisschen mehr Wert auf Action gelegt worden. Ihr könnt auch diesmal im Weltall ein wenig mit dem Raumanzug oder ja, mit dem Anzug von Isaac könnt ihr herumfliegen, aber nur in gewissen Passagen. Das hätten sie im zweiten vielleicht schon ein wenig ja, verbessern können. Ich muss nicht sagen, dass der Teil schlecht war oder sonst was. Ich fand ihn sogar persönlich sehr gut. Vor allem, dass man ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit hat und dass das alles noch ein bisschen kranker wird. In diesem Teil geht es sich halt darum, dass Isaac mit seiner Psyche spielt und ja, das alles hat mit dem Alien-Relikt zu tun und so weiter. Das erfahrt ihr halt, wenn ihr den ersten Teil durchgespielt habt und wenn ihr den zweiten angefangen habt und ja, auch durchgespielt habt. So, gut. Dann kommen wir jetzt auch schon zum dritten Teil. Ja, der dritte Teil. Der ist ein bisschen frostiger. Ich finde, das ist schon so ein bisschen mehr in Richtung Weihnachten. Muss jetzt nicht direkt so sein. Man ist natürlich auch auf Raumschiffen und so weiter. Aber ich finde den dritten, der hat es auf jeden Fall auch verdient, in meiner Sammlung zu bleiben. Diesmal könnt ihr nämlich individuelle selber Waffen basteln aus verschiedenen Waffenteilen, die ihr sammeln könnt, die ihr finden könnt. Und so weiter und so fort. Anzug könnt ihr auch wieder leveln und so weiter. Genau wie in den anderen Teilen davor auch. Und ja, hier ist ziemlich viel Action. Hier gibt es sogar einen Koop-Modus, den man aber leider nur online spielen kann, was ich ein bisschen schade finde, weil dann hätten die es auch wenigstens wie Resident Evil 5 oder 6 machen können. Aber ich denke mir mal, ja, das wollten sie vielleicht nicht, weil das nachher so ein bisschen rüberkommt. Ich habe keinen Plan, warum. Vielleicht auch, weil man sonst dieses Feeling verliert, dass man quasi eher auf einen Bildschirm gucken soll, dass man auch, wenn man im Koop spielt, vielleicht haben sie das deswegen so gemacht. Ja, also ich finde den Teil auf jeden Fall genial. Es handelt sich nämlich darum, dass die das Problem angehen, wo die halt quasi ja, das Alien-Relikt, ja, was es da bedeutet, dass es noch mehrere Sachen gibt und
Ja, ich will nicht zu viel verraten, deswegen muss ich da voll aufpassen. Auf jeden Fall findet ihr in diesem Teil heraus, wo die Aliens quasi herkommen und was die Ursache ist und was für eine Planung da ist und was die Menschen damit vorhatten und so weiter und so fort. So, gut. Genug gequatscht, über Dead Space. Jetzt kommt eine Trilogie, oder eher gesagt eine Collection, und zwar die Devil May Cry Collection. 1, 2 und Teil 3 von Capcom. Ich finde, dieses Spiel ist genial. Es ist wie Bayonetta, wie, also, was ich darüber erzählt hatte im ersten Teil. Es ist ein Hack'n'Slay, und zwar eines der besten überhaupt. Ich persönlich fand den zweiten Teil am besten, den ersten eigentlich auch. Der dritte war schon, ja, weil der erste war schon so ein bisschen noch mehr Survival-Horror. Kann man so sagen, auch von den Kulissen her und so, fand ich ganz prima gemacht. Der zweite war noch so ein halbes Ding zwischen dem ersten und dem dritten. Und der dritte ist schon wieder nur quasi komplette Action mit voll draufhauen, lustigem Humor und so. Aber das heißt nicht, dass er schlecht ist. Nein, ich finde ihn auch sehr gut. Deswegen habe ich mir auch die Collection geholt. Und ja, ich habe alle Teile durch. Ich habe natürlich nicht alle Erfolge gesammelt. Aber ich kann euch sagen, es gibt 99 Erfolge. Das ist ziemlich viel. Ja, auf jeden Fall, es ist ein Hingucker schlechthin, wer auf Dämonen steht, einfach draufkloppen und leveln und Waffen finden und so weiter, für den ist das genau das Richtige. Kann ich nur empfehlen. Also, wie gesagt, Capcom achtet auf Spielevergnügen. In diesen drei Teilen haben sie es auch geschafft. Deswegen habe ich mir den vierten nicht geholt, weil ich das eher nicht so deswegen fand. Aber jedem das seine. Ich kann euch nur sagen, den neuesten Teil, der auch nur Devil May Cry heißt, der ist auch ziemlich gut. Den solltet ihr euch auch mal unter die Lupe nehmen. Vielleicht ist es was für euch. Ich habe ihn mir noch nicht geholt. Ich habe ihn nur meinem Freund mal angespielt. Und es ist auf jeden Fall wert, reinzuschauen. Und ja, das war's mit Devil May Cry. Jetzt kommt ein Spiel, das habe ich auch noch nicht durchgespielt, aber ich feiere es auch noch. Nicht nur, dass es ein Ego-Shooter ist, was mir gefällt, sondern auch, ja, weil es spezielle Elemente wieder besitzt. So, und zwar Dishonored, die Maske des Zorns. Tja, dieses Spiel ist von Bethesda. Ja, Bethesda, so wie Fallout, für die, die es nicht kennen. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein Ego-Shooter, ihr habt Fähigkeiten, ihr seid auch irgendwo in einem Mittelalter in dem Sinne. Also, man könnte sagen, wie könnte man das Feeling beschreiben? Ja, vielleicht Erster oder Zweiter Weltkrieg. Irgendwie so. Ich will jetzt nicht sagen, dass da die ganze Zeit Krieg ist oder so. Auf jeden Fall, für mich ist das alles so ein bisschen, spielt das, glaube ich, auch in Frankreich. Ich glaube schon. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich will nichts Falsches sagen. Also, wenn ich mich vertan habe oder so, ihr könnt mich gerne verbessern, habe ich nichts gegen. Ja, das wichtigste Spiel des Jahres. Welches Jahr war das eigentlich nochmal? Ich glaube 2012 oder 2011. Nee. 2013, glaube ich. Nee, 2012. Ach, ich weiß es jetzt gar nicht. Ist ja jetzt auch erstmal egal. Auf jeden Fall, es ist quasi eine Art von Bioshock, nur dass ihr euch, nee, nicht, ja, doch schon. Es hat Elemente von Bioshock, indem ihr Fähigkeiten habt und diese Fähigkeiten auch aufrüsten könnt und leveln und gleichzeitig auch Missionen machen könnt. Ihr müsst zwar Missionen auswählen, aber diese Missionen fühlen sich an, als ob ihr eine offene Welt irgendwo rumlaufen könnt. Also, das ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ihr könnt euch teleportieren und so weiter. Ihr könnt Ratten beschwören, ihr könnt in Ratten, ja, eintauchen, dass ihr die kontrolliert quasi, dass ihr dann mit denen rumlaufen könnt, auch aus der Ego-Perspektive und alles. Das ist auf jeden Fall sehr geil gemacht. Ihr könnt Leichen wegschleppen, ihr könnt stealthen, so wie bei Crysis und so weiter. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Ihr könnt auch mehrere Entscheidungen treffen, was das Spiel betrifft, was den Spielablauf verändern wird. So ähnlich wie bei Bioshock auch, kann man ja auch, habe ich glaube ich im ersten Teil gar nicht erwähnt. Ja, halt, dass ihr entscheiden könnt, ob ihr halt die Little Sisters ausbeutet oder nicht. Und je nachdem habt ihr gutes oder böses Ende oder ein neutrales oder vielleicht noch irgendein anderes Ende. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. So, gut, dann haben wir das auch schon mal. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen muss ich mich ein klein wenig beeilen. So, hier ist ein RPG, ein Internal Sonata. Dieses Spiel ist ziemlich kindlich ja, gemacht, also Kinderträume könnte man sagen. Es ist auch ein Comic-Style.
von Namco oder Namco. Was kann ich dazu noch sagen? Ja, dieses Spiel, wie Namco halt, wie wir es kennen, hat zum Beispiel auch sehr vieles gemeinsam. Also ich will jetzt nicht sagen zu viel, aber einiges, was auch die Tales of Reihe angeht, wie zum Beispiel Tales of Symphonia, ist ein beliebter Titel, den vielleicht so manch einer kennt. Und hier könnt ihr bis zu drei Leute gleichzeitig im Kampf gegen das Böse antreten, aber nur im Kampf der Hauptcontroller, also der erste Controller, der läuft dann halt, also der erste Player, der läuft dann halt immer rum, kann quatschen und so. Es gibt Story, es gibt ein Level-System, also was heißt Level-System? Wenn man Levels kriegt, dann hat man neue Techniken und so weiter. Man kann sie ausrüsten. Es gibt eine Finsternis. Ja, wenn ihr im Schatten seid, dann macht ihr Schattenattacken. Wenn ihr in der Lichtseite seid, dann macht ihr Lichtattacken. So viel kann ich nur sagen. Die Story ist so, ja, ich hab's mal durchgespielt. Aber überzeugt euch selber, es geht sich um jemanden, der das Ganze träumt und der krank im Bett liegt. Und zwar hier um den Pianisten. Ja, doch, Pianistin war das, glaube ich, hier da oben, der da. Und ja, auf jeden Fall ist es wert, da reinzuschauen. Hat auch so eine Art offene Welt. Ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht für die, die auf solche Spiele stehen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar, ihr kennt es alle, die meisten lieben es auch. Nur ich konnte mich leider nicht ganz immer damit anfreunden, aber es ist Halo Reach. So, erstmal vorweg, Halo Reach gefällt mir schon mal besser als der dritte Teil. So viel steht fest. Nur, das Blöde ist, mich haben diese Teile nie richtig gefesselt. Ich weiß nicht, ob ich die Story nicht richtig verstehe oder sonst was. Es ist ein Ego-Shooter und ja, ich weiß nicht. Für mich kommt es so vor, man ist immer nur im Sturmangriff meistens unterwegs, selten mal im Snipern oder irgendwie sowas, dass es ein bisschen abwechslungsreich ist. Und man läuft herum und ja, wenn man auf den Gegner geschossen hat und man läuft den immer mehr entgegen, dass man den dann eine gibt und dann liegt er da und so ist der Spielablauf, finde ich für mich persönlich. Ich finde aber bei Reach haben die Story ein bisschen fesselnder gemacht, dass man die auch wenigstens mehr verfolgen will. Also bei den anderen Teilen war das bei mir zum Beispiel nicht so. Ja, ihr könnt euren eigenen Anzug erstellen und so weiter, könnt mit dem rumlaufen und so weiter. Online-Modus ist aber geil, das muss ich sagen, habe ich auch gespielt. Ihr könnt natürlich hier auch gewisse Abzeichnungen und so weiter oder Auszeichnungen ja bekommen, verdienen, wie auch immer. Naja, so Halo Reach. Halo, die Halo-Reihe habe ich mir meistens nur überhaupt gegeben, wenn man das im Koop spielt. Ich finde, wenn, dann spielt man es im Koop und eine Herausforderung ist auf jeden Fall der Modus legendär. Also deswegen habe ich mir auch ein paar Halo-Teile geholt. Deswegen kommt jetzt auch schon das nächste. Und zwar Halo Combat Evolved Anniversary. Das ist der allererste Teil. Aber mit Bonusmaterial und in HD, den es damals für die normale Xbox gab. Und ich finde, das haben die super hinbekommen. Also das macht wirklich Bock zu spielen. Ihr könnt sogar, wenn ihr die Back-Taste drückt, könnt ihr wieder in die alte Grafik eintauchen, das wechselt direkt auf die andere Grafik. Ich finde das super gemacht. Ich finde, andere Spieleentwickler oder andere Leute, die dann das nochmal im alter Grafik haben wollen oder sonst was, für die ist es auf jeden Fall ein Muss. Mir hat es auf jeden Fall Bock gemacht. Ich habe es zwar leider noch nicht durchgespielt, weil ich dazu noch niemanden wirklich gefunden habe, der es mit mir spielt. Zumal nicht jeder auf Halo steht, habe ich ja auch schon gesagt, aber ich kann es nicht schlecht reden, deswegen ist es auch noch in meiner Sammlung. Und ja, dann kommen wir nun zum nächsten Teil. So, der nächste Teil ist Teil 2 für die normale Xbox. Ich habe jetzt einfach mal dazu genommen, weil das halt irgendwo in die Reihe mit reinpasst. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme das für die normale Xbox, weil ich auch die normale nicht besitze. Zeige ich euch das einfach und sage etwas dazu. So, den zweiten Teil, da bin ich jetzt am Schluss. Das habe ich noch nicht ganz durchgespielt. Den fand ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Es geht sich halt um Gut und Böse, um diese eine Allianz und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hießen. Ihr merkt schon, über Halo habe ich nicht allzu viel Ahnung. Wenn ihr mir irgendwas dazu sagen wollt oder sonst was, wenn ihr davon Ahnung habt und mich ein bisschen aufklären wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, Teil 2 halt kann man auch im Koop. Online konnte ich es nicht spielen, weil die Server auch wahrscheinlich zu sind und weil ich die alte Box nicht besitze. So,
Jetzt kommen wir zu guter Letzt zum dritten Teil. Ja, ich habe sogar die Special Edition, der dritte Teil, aber gebraucht, aber nicht schlecht. Ich habe den dritten Teil auf Legendär durchgespielt mit einem Freund. Das war eine ganz witzige Sache. Wir dachten uns, wenn, dann spielen wir es mal auf Legendär durch. Wir hatten es vorher noch nicht durch, jetzt ohne Scheiß. Und das hat gerockt. Ich sag's euch, am Anfang, da sind ja erstmal so voll viele Sniper-Passagen. Das fand ich gut. Also, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt gewesen. Und man hatte echt dieses Gefühl, du gehst ein paar Schritte und du bist tot. Und es war einfach Hammer und irgendwo Adrenalin. Und es hat gerockt und Bock gemacht. Online habe ich es auch schon gespielt, hat auch Bock gemacht. Also auf jeden Fall ein Hingucker. Ich kann euch mal ein bisschen kurz reinzeigen, für die, die das nicht kennen. Hier ist eine Spiele-DVD, also ich glaube, das war das Spiel. Ja, so sieht das hier aus. Hier ist halt normale Anleitung, so wie ihr sie kennt oder kennen würdet oder wie auch immer. Dann zeige ich euch noch kurz, Moment, da war nämlich noch eine CD, aber ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war einfach so eine Art Bonusmaterial. Naja, Grundlagen, genau. War da auch noch ein Heftchen? Nee, ist das einfach... Nee, war einfach so. Okay, gut. Ich glaube, dann würde ich das hier auch jetzt beenden, weil mehr als 20 Minuten kann ich leider nicht aufnehmen. Und ich finde, das ist jetzt erstmal genug für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Teil. Haut rein, meine Sportsfreunde. Euer Miss Sauerjumper. Auf Wiedersehen.